Yeah. Weg, 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 weg. Hey VR Gamer, ich bin DeLorean787 und ich bin heute in HoloCaption. Ja Leute, seit 24. Oktober ist es jetzt im Early Access und macht soweit einen ganz guten Eindruck. Total witzig mit der Third-Person- und First-Person-Ansicht. Es sind allerdings einige Sachen, die hier echt verbessert werden müssen. Und ich hoffe, die Entwickler kriegen das schnellstmöglich hin. Denn soweit macht das Game echt Spaß. Und ich hätte gesagt, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Falls euch gefällt, was wir machen, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal und let's go. So Leute, ich bin im Spiel. Und wir haben hier unseren kleinen Mini-Me, der sich genauso bewegt wie ich. Schaut total cool aus. Ja Leute, wir können diesen kleinen Charakter jetzt halt mit dem linken Joystick steuern. Mit dem rechten können wir uns um ihn rumdrehen. Und wir können mit dem rechten Joystick in ihn rein und sind dann in der First-Person-Ansicht und können dann so rumlaufen. Das funktioniert auch einwandfrei. Alles, was jetzt halt noch nicht funktioniert, ist, dass wir jetzt, halt, wenn wir uns bewegen, seitlich laufen können. Wir müssen quasi genauso steuern, wie wenn wir in der Third-Person-Ansicht sind. Aber die Entwickler sind da auf jeden Fall dran, das noch ein bisschen zu verbessern. Ja, Leute, ich hätte gesagt, wir schauen uns jetzt einfach mal zusammen das Tutorial an und let's go! Hi, welcome to the Holoception Program. I'm Hollis. Hallo, hallo. Hardwired Omniscient Living Operating System. I will be your guide through your onboarding experience. Mein Listen guide. Carefully and follow my instructions. Let's start the onboarding procedure. Okay. To start the calibration, press the red button in front of you. Der rote Now Knopf. Go into T position by stretch both your arms out sideways and stand upright looking forward. Alles klar. When the calibration is finished, move forward with your left thumbstick. Okay, Hauptsache du bist jetzt fertig. So, roter Knopf. Und ausstrecken. Damit wir wirklich perfekt kalibriert sind, das sehen wir hier unten. Wir müssen genau mittig von diesem Kreuz stehen. Okay, und dann laufen wir mal vorwärts. Look at your feet. On your left wrist you have a biometric watch. Habe ich gerade gesehen. Und da haben wir eine Uhr. Da sehen wir unsere Heilung, unsere Credits, die wir verdient haben. Und unseren Adrenalinspiegel. Die Schrift ist ein bisschen klein. Ich sehe Adrenalin sehr verschwommen. Ihr müsstet das eigentlich auf dem Monitor sehr scharf sehen. Da ist er. Hallo! Der schaut einfach nur total cool aus, der kleine Mann da vorne. Der blutet sogar schwarz. Okay, wir gehen weiter. Continue. Hier bekommen wir ein bisschen die Steuerung erklärt. Wir können sogar springen. Das funktioniert auch in der First-Person-Ansicht. Und weiter geht's. Ja Leute, wir können hier echt mit sämtlichen Objekten in dieser Welt interagieren. Wir können uns hier die VR-Brille nehmen und aufsetzen. Durch die Gegend werfen und hier Objekte nehmen. Die können wir auch durch die Gegend werfen. Hey, ein Quietscheentchen. Quietscheentchen. Die quietscht sogar. Hä? Jetzt hab ich ein Handy. Hallo? Ich geh mal in First Person. Ne, das ist ein Schwamm. Okay, geh ich mal an die Tafel und mal was. Kann ich das jetzt wieder wegwischen? Oh yes! Okay, genug gespielt. Continue. Jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt kommen wir zu den Waffen. Vielleicht mal die fette Knarre hier nehmen. Wir können die auch beidhändig nehmen. In First Person genauso. Funktioniert aber leider aktuell noch nicht so gut. Die wandert dann irgendwie immer ein bisschen weg. Aber hier in der Third-Person-Ansicht funktioniert das einwandfrei. Wir können uns die dann hinten ablegen. Und die Pistols können wir uns seitlich ablegen. Ich hätte das neben der Säule.
Here are a few shooting targets. Practice and show me what you can do. Okay, ich übe ein bisschen, als ob wir nicht schießen könnten. Yeah. Sehr geil gemacht mit dem Zielstrahl, dass wir in Third Person auch anständig kühlen können. Ja, und wir werden dann immer so Munitionskisten finden, um unseren Schuss wieder nachzuladen. You will encounter many enemies. You can use regular weapons. Ja, Leute, wir können auch die Gegner an bestimmten Positionen grappen und dann hier mit uns rumziehen und auch irgendwo liegen lassen. Okay, Slow-Mo haben wir auch. Haben wir gerade gehört. Und zwar am rechten Controller, der obere Knopf. Wir probieren das mal. Wir gehen in Slow-Mo. Ich laufe hin. Und yeah! Das schaut cool aus. Da können wir ihn richtig geil rumwerfen. When you defeat enemies, they might drop Portale. You can collect that money to buy and upgrade weapons. Ja, Leute, die Gegner droppen dann manchmal Geld, droppen manchmal Essen, lassen manchmal ihre Waffen fallen und droppen dann manchmal Fragmente. Dazu kommen wir jetzt halt. So, das sind die Fragmente. Genau. Ja, erzählt es ja schon schön hier, ne? Auf Englisch. You need to place those fragments on the analyzer to unlock weapons. The new weapon will appear as a hologram on your rack. Now, you need to print that weapon, which will cost you credits. Let's try that. Pick up the baseball bat from the rack. Okay. The scanner to print it. Boah, du laberst aber was, hey, Holos. Ja, wir stellen das Fragment hier einfach rein. Dann wird das gescannt. Und wir erhalten unseren Baseballschläger. Das ist unsere Standardwaffe. Die haben wir für jeden Level immer verfügbar. Na, jetzt hat Ablegen hinten funktioniert auch noch nicht so besonders. Continue. The onboarding procedure is now over. To exit okay, the wir lassen Holos erstmal in Ruhe ausreden hier. Take the disc, insert it into the drive and enter the portal. Okay. Diesmal redet er nicht so viel. Ein Disc? Schaut die cool aus. Alte Zeiten. Amiga 500 und so. Also die Steuerung funktioniert definitiv sehr, sehr gut in First Person. In Third Person meine ich natürlich. So, da sind wir wieder. Ja, und bevor wir jetzt den ersten Level hier betreten, holen wir uns natürlich einen Baseballschläger, denn ohne Waffe wollen wir da jetzt nicht reingehen. Wenn ihr den jetzt halt noch nicht freigeschalten habt, dann müsstet ihr euch hier einmal scannen damit. Hier könnt ihr euch nochmal kalibrieren und hier können wir in den Simulator-Modus wechseln, wenn ihr einfach nur Just for Fun spielen wollt. Und wir gehen in den Level. Und es schaut schon sehr cool aus, Leute. Gefällt mir auf jeden Fall. Ja, wir sind hier oben Level 0, Score 0. Wir haben noch nichts erreicht und legen direkt mal los hier. Das Prügeln macht am meisten Spaß in der First-Person-Ansicht. Wir machen uns auf Puppe und knüppeln ihn nieder. Yes. Der hat richtig Geld gedroppt hier. Weg. Hörst du auf? Bam, bam. Sehr nice. Die Slow-Mo gefällt mir richtig gut. Schauen wir uns mal von außen an. Bam. Niedergeknüppelt. Wir könnten jetzt sogar hier die Boxhandschuhe nehmen. Yes. Probieren wir mal. Den Blinden hier. Komm her, du Blinder. Bam. Oh, Slow-Mo vorbei. Muss ich erst wieder aufladen. Weg. So, jetzt komm her. Bam! Oh, weg. Okay, Boxhandschuhe sind schlecht. Die mag ich nicht. Einmal fett in die Fresse gehauen. Weg. Okay, die Slow-Mo ladet sich echt langsam wieder auf. So, Slow-Mo und... Bam! Slow-Mo aus. Ich hätte echt gerne eine Waffe.
Slow-Mo. Und eine links und eine rechts. Ein Sandwich. Nice. Yum, yum. Weg, 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 weg. Bleib liegen. Slow-Mo-Sprung und... Pam! Das schaut so cool aus, Leute. Das Spiel ist absolut genial. Okay, nochmal. Komm, den Move machen wir nochmal. Anlauf, Slow-Mo und... Pam! Das haben wir sogar noch gedreht hier im Flug. Keine Slow-Mo mehr! Das coolste Feature in diesem Game. Wir lassen die mal aufladen. Gehen in First Person. Liegen bleiben, Geld einsammeln und wieder raus in Third Person. Ist schon sehr geil gemacht mit dieser Wechselei zwischen First Person und Third Person. Slow-Mo, Sprung und... Bam! Yes! Geld einsammeln! Ich will das Geld! Komm her! Au, der hat mich voll getroffen! Ich blute! Oh no! Weg, 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 weg! Die Blauen sind echt stark! Weg, 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 weg! Zu viele! Oh no, ich bin verwurschtelt in ihn! Geh weg, lass mich los! Weg, weg, weg! Oh Gott, ich bin hier voll verwurschtelt! Hey, lass mich in Ruhe! Boah, haben die mich jetzt geknüppelt, hä? Okay, Slow-Mo an. Und wir knüppeln sie schnell weg. Mann, hält der viel aus. Kleiner Assi, hey. Komm, komm. Jawohl, den haben wir. Wir können uns jetzt sogar hier seine Mütze klauen. Yeah. Ich schau genauso aus wie du jetzt. Bloß in schwarz. Pam! Pam! Weg, 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 weg. Slow-Mo aufladen. Okay, das reicht. Und weiter. Hä? Hey, was mit meinem Baseballschläger? Der war unter meiner Achsel. Komm her. Noch kein einziges Fragment getroppt bis jetzt, aber das Geld nehmen wir uns hier natürlich mit. Bam. Sehr nice. Könnte ich mir sogar hier noch seinen Baseballschläger nehmen? Nein, nein! Weg, 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 weg! Oh, 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 oh! Gefährlich! Halt! Mütze, bleib oben! Ich brauche den Baseballschläger! Verwurschtel dich nicht wieder in mich, hey! Ich blute schon wieder und ich sterbe gleich! Oh no! Was zum Essen wäre nicht schlecht! Im Flug niedergeknüppelt und das hat ein Fragment gegeben. Das pappen wir jetzt direkt an uns ran. Ah, ich erwisch nicht. Weg, 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 weg. Ich erwische es nicht. Jetzt habe ich es an mich rangepappt. So. Weg, weg, weg. Lass mich in Ruhe. Mütze bleibt oben. So, jetzt bräuchte ich eigentlich ein Portal, damit ich das Fragment in Sicherheit bringen kann. Weil ich nippel hier echt gleich ab, Leute. Yeah! Weg, 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 weg. Portal? Portal. Sehr nice. Wir gehen hier wieder raus. So. Wir nehmen das... Hey, der backt das gerade hier ein bisschen rum. Hallo, hör auf zu backen. Ja Leute, es wird definitiv noch gefixt. Ich habe hier mit den Entwicklern schon geschrieben. Passiert leider noch öfter mal. Hier im Home-Menü.
So, wir analysieren das Ganze. Ist jetzt gerade gar nicht so einfach. Mal gucken, ob das weggeht, wenn ich in die... Jetzt hängt er da im Regal fest. Oh no. Nein. Komm raus hier. Ja, komm, komm. Du schaffst es. Du schaffst es. Pack dich raus. Jawohl, er ist wieder draußen. So, jetzt gehen wir in First Person. Und kalibrieren uns nochmal in der Hoffnung, dass es wieder weg ist. Das schaut gut aus. Aber es ist mein scheiß Item auch weg. Super. Ja, Leute. Aber ich hätte auch gesagt, das reicht für einen kleinen Eindruck. Ihr habt jetzt halt so die Schwachstellen gesehen und ihr habt die coolen Seiten von dem Spiel gesehen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Und abonniert unseren Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ihr könnt auch gerne mal auf unserer Facebook-Seite vorbeischauen. Wir haben zwei Gruppen für PC-VR und PSVR. Und ihr seid herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Kleine sagt auch ciao.